Die Entwicklung der Metroid 3 in den 1980er Jahren stellt einen Meilenstein in der Geschichte der Videospiele dar. Die Periode war geprägt von Innovationen und dem Aufbruch in neue Erzähl- und Spielmechaniken, die das Fundament für das legen sollte, was heute als Metroidvania-Genre bekannt ist. Im Zentrum dieses Wandels stand Metroid, das 1986 für das Nintendo Entertainment System veröffentlicht wurde. Die Idee zu Metroid wurde von Makoto Kano konzipiert und von Gunpei Yokoi, einem einflussreichen Entwickler bei Nintendo, der übrigens auch für die Erfindung des Game Boys verantwortlich war, gefördert. Das Entwicklerteam Nintendo R&D1 wollte ein Spiel schaffen, das sich von den linearen und zielorientierten Spielen der damaligen Zeit unterschied. Sie strebten danach, eine offene Welt zu erschaffen, die den Spieler zur Erkundung einlädt und gleichzeitig eine düstere, immersive Atmosphäre bietet. Neben Makoto Kano und Gunpei Yokoi spielte Yoshio Sakamoto eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Metroid. Sakamoto, der später zu einer der Schlüsselfiguren der Metroid-Serie werden sollte, brachte kreative Visionen und ein tiefes Verständnis für erzählerische Elemente in das Projekt ein. Das Team wollte eine Geschichte erzählen, die sich durch das Gameplay entfaltet, statt durch direkte Narration. Dieses Konzept war zu der Zeit revolutionär und setzte neue Maßstäbe für das Design und die Erzählweise in Videospielen. Die Inspiration von Metroid kam aus einer Vielzahl von Quellen. Visuell und thematisch zog das Team Inspiration aus der Alien-Filmreihe. Die Atmosphäre der Einsamkeit, des Unbekannten und der ständigen Bedrohung durch außerirdische Lebensformen beeinflusste das Design von Planet Cebes, der Spielwelt von Metroid. Die Protagonistin Samus Aran, eine der ersten weiblichen Hauptfiguren in einem Videospiel übrigens, spiegelt die starke, unabhängige Figur von Ellen Ripley aus den Alien-Filmen wider. Die strukturelle Inspiration kam auch aus Spielen wie Legend of Zelda, die eine offene Welt boten, in der Spieler ihre eigene Route und Fortschrittsweise bestimmen konnten. Dieser Ansatz zur Spielgestaltung ermutigte zur Erkundung und zum Entdecken, was in der Spielwelt verborgen war. Die Realisierung von Metroid auf dem NES stellte das Team vor technische Herausforderungen. Die Schaffung einer nahtlosen, zusammenhängenden Welt erforderte kreative Lösungen im Leveldesign und in der Speicherverwaltung. Das Team entwickelte ein System von Türen und Aufzügen, um verschiedene Bereiche der Spielwelt miteinander zu verbinden, was half, die Illusion einer großen und erkundbaren Welt zu erzeugen. Eine weitere Innovation war die Einführung eines Passwort-Speichersystems, das den Spielern ermöglichte, ihren Fortschritt zu speichern und auch später fortzusetzen. Diese Funktion war entscheidend für das Spiel, das Erkundung und langfristigen Fortschritt förderte. Die Entstehung von Metroid in den 1980er Jahren zeigt, wie visionäres Denken, kreative Inspiration und technologische Innovationen zusammenkommen können, um ein bahnbrechendes Spielerlebnis zu schaffen. Durch die Kombination aus atmosphärischer Erzählung, innovativem Gameplay und dem Bruch mit traditionellen Rollenbildern bot Metroid ein einzigartiges Erlebnis, das die Grundlage für zahlreiche Nachfolger und das gesamte Metroidvania-Genre legte. Bis heute bleibt das Spiel ein leuchtendes Beispiel dafür, wie kreatives Design und Erzählung die Grenzen eines Mediums erweitern können. Es steht nicht nur als Monument der Spielentwicklung der 1980er Jahre, sondern auch als Beweis für die Kraft kreativer Vision in der Videospielindustrie. Die Fähigkeit des Spiels, Spiele auch Jahrzehnte später noch zu fesseln, unterstreicht die zeitlose Qualität und den innovativen Geist, der seine Entwicklung antrieb. Als Metroid für das NES veröffentlicht wurde, setzte es wie erwähnt neue Maßstäbe in der Welt der Videospiele. Zu einer Zeit, in der die meisten Spieler durch einfache Konzepte und lineare Levelstrukturen geprägt waren, brachte Metroid eine frische und innovative Herangehensweise mit sich, die das Genre der Action-Adventure-Spiele nachhaltig prägen sollte. Es war eines der ersten Spiele, das ein nicht-lineares Gameplay in einem offenen Weltdesign bot. Spielerinnen und Spieler konnten die außerirdische Welt von Cebes erkunden, ohne festen Routen oder einer vorgegebenen Reihenfolge folgen zu müssen. Diese Freiheit war revolutionär und unterschied sich stark von den damaligen dominierenden Plattformen und Actionspielen, die klar definierte Level und auch Endbosse hatten. Die Integration von Rätseln, versteckten Räumen und die Notwendigkeit, spezielle Fähigkeiten zu erlangen, um bisher unzugängliche Bereiche zu erreichen, führte ein neues Level an Tiefe und Komplexität in das Gameplay ein. Es forderte von dem Spielenden nicht nur Geschick und Reflexe, sondern auch strategisches Denken und Erkundungslust. Metroid stach durch seine düstere Atmosphäre und die minimalistische, aber effektive Erzählweise heraus. Die Isolation auf einem feindseligen Planeten
kombiniert mit einem Soundtrack, der perfekt die Stimmung von Mysterium und Gefahr einfing, schuf eine immersive Erfahrung, die in Videospielen bis dahin selten zu finden waren. Die Erzählung wurde größtenteils durch das Gameplay selbst und die Erkundung der Welt vermittelt, anstatt durch direkte Dialoge oder Cutscenes. Dieses verstärkte das Gefühl der Einsamkeit und des Unbekannten. Für die NES-Hardware war Metroid eine technische Meisterleistung. Die Fähigkeit, eine so große und detaillierte Welt auf die damals verfügbare Technologie zu realisieren, war beeindruckend. Die nahtlosen Übergänge zwischen den verschiedenen Bereichen von Cebes ohne Ladezeiten trugen zur Immersion bei und demonstrierten die technischen Fähigkeiten der Entwickler. Im Kontext der damaligen Zeit war Metroid ein bahnbrechendes Spiel, das viele Konventionen der Spielentwicklung herausforderte und neue Wege im Design, Gameplay und Erzählung beschritt. Es bot eine einzigartige Mischung aus Erkundung, Action und Rätsellösung, verpackt in einer atmosphärischen, dichten Welt. Die Einführung von Samus Aran, einer der erstmalblichen Protagonistinnen in einem Videospiel, trug zusätzlich zur Besonderheit und dem progressiven Charakter des Spiels bei. Metroid ist nicht nur ein Meilenstein für Nintendo, sondern für die gesamte Spieleindustrie und hat seine Platzierung in der Hall of Fame der Videospiele zweifellos verdient. Nach dem Erfolg von Metroid auf dem NES war es natürlich für Nintendo nur logisch, die Reihe weiterzuführen. Der Anstoß für Metroid 2 kam von Nintendos Wunsch, eine erfolgreiche IP auf ihrem neuen tragbaren System, dem Game Boy, zu etablieren. Der Game Boy, der 1989 veröffentlicht wurde, bot eine neue Plattform für Spieleentwickler, um ihre Kreativität in einem mobilen Format auszudrücken. Nintendos Entscheidung, Metroid 2 auf dem Game Boy zu entwickeln, war teilweise strategischer Natur, um die Attraktivität und das Spielangebot des neuen Systems natürlich zu erhöhen. Die Entwicklung eines Nachfolgers für eine so beliebte und technisch anspruchsvolle NES-Titel auf den Game Boy stellte das Entwicklerteam natürlich vor verschiedene Herausforderungen. Der Game Boy mit seinem monochromen Bildschirm und begrenzter Hardware im Vergleich zum NES erforderte von den Entwicklern kreative Lösungen, um die Essenz von Metroid auch beizubehalten und gleichzeitig die technischen Beschränkungen des Handhelds zu berücksichtigen. Ein Schlüsselelement in der Entwicklung von Metroid 2 war das Engagement und die Vision der Entwickler, insbesondere von Yoshio Sakamoto, der eine zentrale Rolle in der Gestaltung der Metroid-Serie spielte. Sakamoto und sein Team waren bestrebt, die tiefe Atmosphäre, das Erkundungsgefühl und die innovative Spielmechanik des Originals in einem Handheld-Format zu reproduzieren. Ihre Arbeit zielte darauf, die Grenzen dessen zu erweitern, was auf dem Game Boy möglich war, und ein komplexes und fesselndes Spielerlebnis zu schaffen. Die Wahl, das Spiel exklusiv für den Game Boy zu entwickeln, war nicht nur technisch motiviert, sondern auch eine strategische Entscheidung von Nintendo, um die Bibliothek des Game Boys mit starken Titeln zu erweitern, die die Verkaufszahlen des Systems natürlich auch ankurbeln würden. Dieser Schritt unterstrich Nintendos Engagement für die Entwicklung qualitativ hochwertiger, tragbarer Spiele und festigte den Game Boy als dominante Kraft im Markt der Handheld-Spielekonsolen. So war die Entscheidung, das Spiel auf den Game Boy zu veröffentlichen, ein Beispiel Nintendos Fähigkeiten, Innovationen voranzutreiben und sich an den sich ändernden Technologien und Marktbedingungen anzupassen. Trotz der technischen Beschränkungen gelang es dem Entwicklerteam, ein Spiel zu schaffen, das nicht nur die Metroid-Serie würdig fortsetzte, sondern auch das Potenzial des Game Boys als Plattform für komplexe und tiefgründige Spiele demonstrierte. Metroid 2 spielte eine Schlüsselrolle in der Evolution der Handheld-Spiele und bleibt heute noch ein wichtiges Kapitel in der Geschichte von Metroid und natürlich auch Nintendo. Metroid 2 Return of Samus, das 1992 für den Game Boy bei uns veröffentlicht wurde, ist ein bahnbrechendes Spiel, das nicht nur die technischen Grenzen des Handhelds ausreizte, sondern auch das Gameplay der Metroid-Serie erweiterte und verfeinerte. Im Kern steht hier die Erkundung des Planeten SR388. Eine Aufgabe, die durch das nichtlineare Design des Spiels und die zahlreichen versteckten Bereiche und Geheimnisse gefördert wird. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger bietet das Spiel eine strukturiertere Erfahrung und klar definierte Ziele, ohne dabei die Freiheit der Erkundung einzuschränken. Spieler müssen die gesamte Population der Metroids auf dem Planeten ausrotten, um voranzukommen, was eine ständige Spannung und natürlich auch Motivation des Spiels schafft. Das Spiel führt dabei mehrere neue Power-Ups
und Fähigkeiten für die Protagonistin Samus Aran ein, die nicht nur für das Fortkommen im Spiel entscheidend sind, sondern auch das Repertoire an Erkundungs- und Kampfstrategien erweitert. Der Spider-Ball erlaubt es, Samus an Wänden und Decken zu haften, was eine völlig neue Erkundungsmöglichkeit eröffnet. Das Space Jump verbessert die Mobilität durch unbegrenzte Sprünge in der Luft, während neue Waffen wie der Plasma-Beam und der Spacer die Kampfmechanik verfeinerten. Ein zentrales Element des Gameplays ist der Kampf gegen die Metroids in verschiedenen Entwicklungsstadien auftreten und jeweils unterschiedliche Strategien erfordern, um besiegt zu werden. Diese Begegnungen testen die Fähigkeiten und Anpassungsvermögen der Spieler und machen jeden Kampf zu einem einzigartigen Erlebnis. Die zunehmende Schwierigkeit und Vielfalt der Metroid-Gegner tragen wesentlich natürlich zur Spannung und zum Spielspaß bei. Trotz der Hardware-Beschränkung des Gameboys gelang es den Entwicklern, eine atmosphärisch dichte und visuell ansprechende Welt zu schaffen. Die monochrome Grafik und der begrenzte Bildschirm des Gameboys wurden hier effektiv genutzt, um eine beklemmende und isolierte Atmosphäre zu erzeugen, die perfekt zum Erkundungs- und Überlebensthema des Spiels passt. Das Soundtrack trägt ebenfalls zur immersiven Erfahrung bei, mit minimalistischen, aber eindringlichen Melodien, die der Stimmung des Spiels perfekt unterstreichen. Das Spiel hat das Gameplay der Metroid-Serie auf eine bedeutende Weise weiterentwickelt und präsentiert sich als ein tiefgehendes, fesselndes Erlebnis, das die Spieler fordert und natürlich auch belohnt. Die Einführung neuer Spielmechaniken kombiniert mit anspruchsvollen Kämpfen und einer atmosphärischen, dichten Spielwelt macht das Spiel zu einem herausragenden Titel in der Geschichte des Gameboys und der gesamten Metroid-Serie. Die positive Aufnahme durch Fans und Kritiker bestätigt den bleibenden Einfluss und die Bedeutung des Spiels in der Welt der Videospiele. Metroid: Samus Returns, das 2017 für das Nintendo 3DS veröffentlicht wurde, ist ein ambitioniertes Remake von Metroid 2. Dieses Remake ist nicht nur visuell und technisch eine komplette Überarbeitung, sondern auch spielerisch signifikant verbessert und erweitert worden, um das Spielerlebnis zu modernisieren und zu bereichern. Das sofort auffälligste an Samus Returns ist natürlich die grundlegende grafische Überarbeitung. Während das Original auf dem Game Boy im einfachen Schwarz-Weiß-Grafiken dargestellt wurde, bietet das Remake auf dem 3DS vollständig dreidimensionale Umgebung und Charaktermodelle. Die detaillierte und atmosphärische Darstellung der Welt SR 388 bringt die Höhlen und Ruinen des Planeten zum Leben und verleiht die Erkundung eine neue Tiefe. Das Spiel erweitert das Gameplay des Originals durch die Einführung neuer Mechaniken und Fähigkeiten. Besonders hervorzuheben ist hier das 360-Grad-Ziel. Zielsystem, das das Spielern ermöglicht, in alle Richtungen zu zielen und so Kämpfe dynamischer und strategischer zu gestalten. Zusätzlich wurden die Aeon-Fähigkeiten eingeführt, die Samus temporäre Boosts wie verstärkte Feuerkraft und eine verbesserte Verteidigung verleihen. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Nahkampf-Kontersystem, das Spielern die Möglichkeit gibt, Angriffe von Gegnern im richtigen Moment zu parieren und kraftvolle Gegenangriffe zu starten. Dies fügt dem Kampfsystem eine zusätzliche Ebene der Interaktivität und des Geschicks bei. Während das Grundgerüst der Geschichte gleich bleibt, also Samus Aran wird auf den Planeten SCR 388 geschickt, um Metroid-Bedrohungen auszurotten, hat das Remake die Erzählung durch Zwischensequenzen und visuelle Details erweitert. Die Welt von SCR 388 ist reicher und vielfältiger gestaltet, mit verschiedenen Biomen und einer beeindruckenden Umgebungsdetails, die die Erkundung noch einladender machen. Metroid: Samus Returns wurde sowohl von Fans der Serie als auch von der Fachpresse sehr positiv aufgenommen. Gelobt wurde hier insbesondere natürlich die modernisierten Gameplay-Elemente, die grafische Überarbeitung und die treue, aber frische Neugestaltung des Gameboy-Klassikers. Das Spiel gilt als ein würdiges Remake, das das Original ehrt und gleichzeitig für neue und alte Fans der Serie gleichermaßen zugänglich ist. Mit Metroid: Samus Returns ist den Entwicklern ein beeindruckendes Remake gelungen, das die Stärken des Originals bewahrt und gleichzeitig durch zahlreiche Verbesserung und Erweiterung des Spielerlebnisses auf ein neues Niveau hebt. Die grafische Überarbeitung zusammen mit dem innovativen Gameplay-Mechaniken und der vertieften Erkundung machen das Remake zu einem Muss für jeden Fan der Serie und für Spieler, die ein packendes Action-Adventure-Spiel suchen. Das Metroid-Franchise hat eine tiefgehende und nachhaltige Wirkung auf die Videospiellandschaft ausgeübt. Über die Jahre hinweg entwickelte sich Metroid nicht nur zu einer Kernserie für Nintendo, sondern auch zu einem wesentlichen Pfeiler des Action-Adventure-Genres. Besonders bemerkenswert ist hier dabei die Rolle von Metroid bei der Entstehung und Prägung des Metroidvania-Genres. Eines Spielgenres, das durch die Erkundung, rückkoppelnde Levelgestaltung und progressiven Erwerb von Fähigkeiten charakterisiert ist.
Wie schon angesprochen, unterschied sich Metroid von Anfang an von anderen Spielen seiner Zeit durch sein nicht-lineares Gameplay, das den Spielern erlaubte, eine offene Welt zu erkunden, statt sie durch sequenzielle Levels zu führen. Diese Freiheit, gepaart mit einem tiefen Gefühl der Isolation in den weitläufigen und feindlichen Umgebungen des Planeten, schuf eine atmosphärische und dichte Spielerfahrung. Metroid forderte Spieler auf, ihre Umgebung genau zu untersuchen, geheime Wege zu entdecken und neue Fähigkeiten zu erlernen, um zuvor unzugängliche Bereiche zu erreichen. Diese Elemente bilden das Grundgerüst dessen, was später als Metroidvania-Genre bekannt werden sollte. Das Genre, ein Portmanteau aus Metroid und Castlevania, eine weitere Spielserie, die ähnliche Spielmechaniken zumindest in späteren Teilen aufweist, steht für Spiele, die eine nahtlose, verbundene Welt bieten, in der die Erkundung im Vordergrund steht. Der progressive Erwerb von Fähigkeiten, die es den Spielern ermöglichte, neue Gebiete zu erschließen, ist ein weiteres Kernelement. Metroid hat diese Formel nicht nur mitbegründet, sondern auch maßgeblich verfeinert und erweitert, insbesondere durch die Einführung komplexer Levelstrukturen und vielschichtiger Erzählungen. Der Einfluss von Metroid auf die Videospielindustrie lässt sich nicht nur in der Popularität des Franchises selbst ablesen, sondern auch in der Vielzahl von Spielen, die von Mechaniken und einer Atmosphäre inspiriert wurden. Von Super Metroid über die Metroid Prime-Reihe bis hin zu Metroid Samus Returns und Metroid Dread hat jede Iteration des Franchises dazu beigetragen, die Grenzen des Genres zu erweitern und neue Technologien und Erzähltechniken zu integrieren. Metroid hat die Videospiellandschaft nicht nur durch die Metroidvania-Genre geprägt, die Serie hat auch bedeutende Beiträge zur Entwicklung starker weiblicher Protagonisten in Videospielen geleistet und die Bedeutung von Atmosphäre, Storytelling und Weltbau im Action-Adventure-Spielen hervorgehoben. Samus Aran, die Hauptfigur der Serie, ist zu einer Ikone der Videospielkultur geworden und symbolisiert die Fähigkeit von Videospielen, komplexe Charaktere und tiefgründige Geschichten zu präsentieren. Die Metroid-Serie ist nicht umsonst immer noch beliebt und das, obwohl die Anfänge in den 80er Jahren zu finden sind. Das schafft bei weitem nicht jede Spieleserie. Der Gameboy-Teil war ein interessanter, weiterer Schritt in die richtige Richtung und half dabei, die Serie noch weiter zu etablieren. Dass gerade der Gameboy dafür als Plattform ausgesucht wurde, mag zwar eine relativ nüchterne und strategische Entscheidung gewesen sein, ändert jedoch nichts an der Großartigkeit des Spiels und den Einfluss, den es heute immer noch hat.